Er ist wieder zurück. Der GT2 RS, der alles überragende Porsche 911. Die Speerspitze gebaut für ein einziges Ziel. Rekorde auf dem Rundkurs. Mehr Porsche 911 geht nicht, wirklich nicht. Der extremste Elfer ist zurück, der Porsche 911 GT2 RS. Und der Vorgänger war ja schon eine Wucht mit 620 PS, aber der hier, der legt noch mal einen drauf. 700 PS. Bevor wir uns reinsetzen, kurz ein Blick aufs Datenblatt. Im Heck arbeitet weiter ein 3,8 Liter Sechszylinder Boxermotor. Soweit so normal. Allerdings hat der GT2 RS eine Turboaufladung, die mehr nach Endgegner-Tuning als nach Serienversion klingt. Die Leistung liegt bei den gerade erwähnten 700 PS. Das maximale Drehmoment von 750 Newtonmetern ist zwar auch schon beeindruckend, aber das Zeug zur Legende hat er bei den Beschleunigungswerten. Porsche gibt an, von 0 auf 100 geht es in 2,8 Sekunden. 160 km/h liegen nach 5,8 Sekunden an und die 200er Marke durchbricht der GT2 RS nach 8,3 Sekunden. Der GT2 RS ist also aufsehenerregend, aber nicht nur äußerlich. Und so stark wie der GT2 RS von draußen ist, so auffällig ist er von drinnen. Rotes Alcantara für den Dachhimmel, am Lenkrad, auf den Sitzen. Ja, da muss man schon bereit für sein. Aber ganz sicher macht Porsche da auch noch ein bisschen was. Für ein paar Euro kann man das garantiert auch noch in schwarzes Alcantara umbauen lassen. Was ist neu ansonsten im Innenraum? Das hier vor allem, das PDK, ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das hatte der Vorgänger, der 997 GT2 RS, nicht. Das heißt, jetzt hat Porsche die Handschaltung rausgeschmissen aus dem GT2 RS. Dafür gibt es jetzt das PDK, was den neuen GT2 RS noch mal schneller macht. 2,8 Sekunden von 0 auf 100 und 340 Spitze. Übrigens steht hier eine 400 auf dem Tacho. Ansonsten Titankäfig, Carbonschalensitze und wir sehen hier, das optionale Weissach-Paket ist verbaut. Kostet noch mal bummelig 30.000 Euro Aufpreis. Also er ist, wenn man hier drin sitzt, schon im Stand schnell. Der Vorgänger, der 997 GT2 RS, galt mit 620 PS als das technisch Machbare. Der neue legt die Messlatte nach 7 Jahren noch einmal höher. Diese 700 PS sind natürlich beeindruckend, aber die Porsche RS-Modelle sind natürlich nicht nur für Leistung bekannt, sondern auch für Leichtbau. Und das sieht man hier beim GT2 RS besonders gut. Carbon-Deckel vorne, diese Kiemen, die wir vom GT3 RS kennen, auch aus Carbon. Wir haben hier Magnesiumfelgen, Carbon-Spiegelkappen, ein Carbon-Dach. Das hat allerdings nur das Weissach-Paket, das wir hier an diesem mittleren Streifen erkennen in Wagenfarbe. Normalerweise das Magnesiumdach vom GT3 RS. Ja, also ganz schön viel Carbon, aber nicht nur Carbon, denn hier hinten die Heckscheibe Plastik. Auch das spart nochmal Gewicht und man merkt, man kann reindrücken. Also das ist der Test. Und das alles führt dazu, dass trotz der Turbotechnik das Gewicht gar nicht so hoch ist. 1470 Kilo, ein GT3 RS 1420, also im Grunde fast schon gleich auf mit dem GT3 RS, der 200 PS weniger hat. Ja, all das macht den GT2 RS zu einem richtigen Rennstreckenmonster. Bestellbar ist der GT2 RS ab sofort. Der Marktstart erfolgt dann im Dezember 2017. Angeblich ist der Wagen nicht künstlich limitiert worden. Aber wer wirklich einen haben will, sollte trotzdem wahrscheinlich noch heute mal in Zuffenhausen anrufen. Ein kurzer Blick auf den Stand des Girokontos vorausgesetzt. Und bei aller Sportlichkeit und aller Rennstreckentauglichkeit und all den PS zählt doch am Ende nur eine Zahl, oder? Das ist der Preis. 285.220 Euro verlangt Porsche für den GT2 RS mindestens. Und ich befürchte, da
Da werden sich viele betuchte Kunden den Wagen kaufen und in der Garage stehen lassen, so wie es auch schon so ein bisschen mit dem GT3 RS war und mit dem 911 R und den Wagen als Wertanlage sehen. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil er ist ja doch sehr faszinierend, oder? Aber kleiner Tipp, auf der IAA kann ihn jeder nochmal erleben, denn da wird Porsche den GT2 RS auch nochmal zeigen. Also einfach dahin kommen.